Odessen, ha? Und das soll jetzt tatsächlich ein Ort sein, an dem uns niemand töten will? Ich habe ihn selbst ausgesucht. Wir werden hier sicher sein. Ist es wirklich vernünftig, Scorpio die Kontrolle über die Brücke zu überlassen? Ich habe das Schiff abgeriegelt. Ohne meine Zustimmung kommt sie nirgendwo hin. Ich hoffe, ihr habt recht. Also, warum diese Welt? Abgelegen, unbesiedelt und die Macht ist stark hier. Aber anders als Korriban oder Typhon ist Odessen völlig im Gleichgewicht. Wie habt ihr diesen Ort gefunden? Ich hatte immer eine starke Verbindung zur Macht. Sie hat mich vor all den Jahren auf diesen Weg geleitet und zu einem gewissen Bündnis geführt. Mit der Republik? Ich meinte mit euch. Also, da wären wir. Das ist eure neue Allianz. Das ist nicht meine Allianz. Diese Sache betrifft uns alle. Das mag schon sein, aber sie brauchen jemanden, an den sie sich halten können. Jemanden, der sie motiviert. Ihr habt mich bestimmt 5-mal davon abgehalten, Senja aus der Luftschleuse zu jagen. Ihr habt einfach das gewisse Etwas. Zeigt ihnen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Herhören. Ab sofort steht dieses Lager unter meinem Befehl. Ihr werdet schnell arbeiten. Ihr werdet effizient arbeiten. Und ihr werdet hart arbeiten. Für unsere Zukunft. Die Vergangenheit, die ihr kennt, wird nie wieder zurückkehren. Arkan hat sie vernichtet. Wir werden immer mehr und wenn wir nicht zögern, werden wir Arkan gemeinsam besiegen. Wer mich in meinem Lager enttäuscht, kann sich sicher sein, dass er die Konsequenzen spüren wird. Mir gefällt, was ihr hier draus gemacht habt. Teron Shan. Wir haben uns eine Weile nicht gesehen. Ich war mir nicht sicher, ob ihr euch noch an mich erinnert.
nehme an, Lana hat schon Verwendung für eure Fähigkeiten gefunden. Sie hat mich bisher nicht ein einziges Mal vom Feind foltern lassen. Es waren 5 lange Jahre. Fühlt sich an, als hätte sich alles verändert. Ihr seht besser aus. Ich weiß nicht, aber danke. Nachdem ich den SID verließ, hat Lana mich dazugeholt, um Operationen zu koordinieren. Aber bevor wir zu den ganzen mehr oder weniger offiziellen Dingen kommen, habe ich noch etwas für euch. Ihr habt meine Leute gefunden? Da hatte ich bisher kein Glück, aber... Da muss was dran gemacht werden, und zwar jede Menge. Wenn ihr mal eine Minute habt, es wäre dann Zeit für die offiziellen Dinge. Ich bin drin. Ohne genaue Pläne ist ein solcher Staffelangriff zum Scheitern verurteilt. Wir brauchen Hangarpositionen, Verteidigungsmaßnahmen. Es würde auch helfen, wenn wir wüssten, wie man den Energiekern deaktiviert. Ich kann solche Informationen nicht herbeizaubern und auch nicht zu den Göttern der Wissenschaft beten. Alles, was ich tun kann, ist spekulieren. Außer natürlich, man könnte die Daten in aller Heimlichkeit extrahieren. Seht mich nicht so an. Ich habe mich schon in verrückte Orte reingeschlichen, aber diese Stationen sind dann doch was anderes. Okay, wir vertagen das erstmal. Wir haben Gesellschaft. Braucht ihr Hilfe? Bei Arkans Kampfstationen? Ja, sobald wir mehr über sie wissen. Wir bauen eine stabile Allianz auf, aber das reicht nicht. Die Kernwelten sind durch Arkans enorme Reichweite immer noch in Gefahr. Ich habe ein Expertenteam zusammengestellt, das dabei helfen soll, die großen Fragen zu beantworten und mögliche Rekruten zu finden. Dr. Juvarat Elip Orgorb. Ich bin kein Biologe, aber ich gebe zu, dass mich die Auswirkungen der langfristigen Carbonitvergiftung auf eure mentalen Fähigkeiten faszinieren. Bayvan Ego, ehemaliger Flottenadmiral in der republikanischen Marine. Entlassen, aber immer noch kampfbereit wie eh und je. Hülo Viss. Ihr habt sicher von mir gehört. Ich habe die stärkste Blockade in der Geschichte der Galaxis gebrochen. Sozusagen die größte gesetzlose Heldin der Republik. Euer Gesicht ist mir in meinen Prüfungen erschienen. Ich bin die Mystikerin Zana Rey. Ich werde euch helfen. Ich erwarte von jedem, dass er die Erwartungen Terons übertrifft. Ich verzeihe keine Fehler. Das ist deutlich geworden. Wenn ich so frei sein darf, möchte ich euch um einen Gefallen bitten. Ich habe einen vielversprechenden Rekruten ins Auge gefasst. Ausgerechnet ein Gant. Wenn ihr die Details dazu hören möchtet, findet ihr mich in meinem exquisiten neuen Labor. Das ist also das Team. Irgendwelche Fragen? Das war alles. Enttäuscht mich nicht. Was mich betrifft, ist das ganz und gar unwahrscheinlich. Danke, dass ihr vorbeigekommen seid. Auf alte Freunde und neue Verbündete. Ich trinke auf den zweiten Teil. Könnt ihr euch überhaupt noch daran erinnern, wie wir uns das letzte Mal entspannt haben? Ja, das war vor 2,6 Millionen Jahren. Und Senja war immer noch ein Trottel. Eigentlich hatte ich ja vor, die ganze Nacht für euch zu singen. Aber so... Ihr wolltet was? Ach, kommt schon. Das muss ich hören. Jetzt ist es zu spät. Teron, ihr könnt nicht die ganze Zeit das Gewicht der ganzen Galaxis auf euren Schultern tragen. Aber deswegen habt ihr mich doch hergebeten, um eure Last zu erleichtern. Ich habe euch hierher geholt, weil ihr gut seid. Wen haben wir denn da? Keine Sorge, wir haben nicht ohne euch angefangen. Ja, wir haben gerade erst begonnen. Ich war mir nicht sicher, ob ihr kommen würdet. Nach allem, was wir durchgemacht haben, ist etwas Entspannung genau das Richtige für uns. Das stimmt allerdings. Dazu muss ich nur noch die Laune von dem da verbessern. Meine Laune ist bestens. Ich bin dabei.
Und jetzt seid ihr es ja auch. Ich hatte gehofft, erst mit einem von euch sprechen zu können. Ja? Dann haltet mich da aber raus. Koth? Ich weiß, dass ihr unglaubliche Dinge vollbringt und die Galaxis ändern könnt. Das ist toll. Aber das heißt nicht, dass ich euren gesamten bisherigen Weg gutheißen muss. Zeigt uns den richtigen Weg. Aber vergesst nicht, dass ich Grenzen habe. So wie die anderen auch. Ich werde mit ihm reden, nachdem er genug Zeit hatte, sich zu beruhigen. Ich hoffe, er war nicht derjenige, mit dem ihr sprechen wolltet. Nein, eigentlich wollte ich mit euch reden, Theron. Klar, plaudern wir ein bisschen. So wie sich alles entwickelt hatte, war der SID einfach nicht mehr das Richtige für mich und ich bin gegangen. Ich habe meine Kontakte weitergepflegt und sonst eigentlich auch das getan, was ich sowieso getan hätte. Nur eben nicht mehr für die Republik. Für niemanden. Nur gegen Sakul. Konntet ihr irgendetwas erreichen? Ich habe Sympathisanten unter den Bewohnern von Sakul gefunden, aber nicht viele. Viele Leute sind von den Kernwelten nach hier draußen gezogen. Es ist etwas leichter, sie zu rekrutieren, aber sie stehen auch unter dem Verdacht, Dissidenten zu sein. Und ich schätze, Lana hat euch den Rest erzählt. Ihr könnt euch sicher sein, dass ich alles Nötige tun werde, damit die Dinge hier reibungslos laufen. Ihr kümmert euch also um jeden, der euch braucht? Nicht um jeden. Es tut mir leid, dass ich nicht da sein konnte, um euch aufzutauen. Seht nur, was ihr alles erreicht habt, wer sich alles hinter euch gestellt hat. Ich habe das Wort Bestimmung schon lange nicht mehr in den Mund genommen. Aber das hier fühlt sich so an. Wenn ihr damit meint, dass ich bei euch bin? Ist die Party schon vorbei? Alle sind zurück an die Arbeit gegangen. Alle außer Senja. Sie habe ich nicht gefunden. Könntet ihr sie suchen? Ich muss ein paar logistische Fragen mit Theron klären. Also gut. Wir treffen uns dann danach. Geht klar. Es ist wirklich beeindruckend. Leute aus der ganzen Galaxis folgen euch. Ihr habt hier draußen sicher nicht darüber nachgedacht. Doch, in gewisser Weise schon. Ich habe darüber nachgedacht, dass so viele Erben Heskal gefolgt sind. Er nimmt eiskalt ihren Tod in Kauf, weil es angeblich so vorhergesagt worden war. Ihre Visionen bieten wichtige Erkenntnisse, aber sie sind nicht unfehlbar. Erinnert mich an die Herolde von Syldrog. Ein weiterer Anführer, der für seine Gewissheit bezahlt hat. Ihr könnt über Valkorion sagen, was ihr wollt, aber er hat zumindest andere Standpunkte in Betracht gezogen. Er hat auf mich gehört. Meistens. Er hat nicht. Er hätte nie getan, was Arkan getan hat. Bitte, sprecht weiter. Arkan hatte einen Zwilling, Texen. Sie waren unzertrennlich bis zu seinem Tod. Valin hat es mir bei unserem Kampf erzählt. Arkan hat Texen ermordet. Seinen eigenen Bruder. Hätte ich ihn aufgezogen, dann... Was ist bei eurem Kampf mit Valin passiert? Was sie gesagt hat, hat mich im Kern erschüttert. Mich betäubt und gelähmt. So ist sie entkommen. Mehr denn je weiß ich nun, dass meine Kinder aufgehalten werden müssen. Und dass ich mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe, ins Reine kommen muss. Ich hoffe, ihr könnt das auch. Was auch immer ihr tun musstet, um hierher zu gelangen. Sie hat eine wichtige Frage gestellt. Wie betrachtet ihr den Weg, den ihr bis hierhin gegangen seid?
Ich habe die Entscheidungen getroffen, die ich als richtig angesehen habe. Mehr kann niemand von uns tun. Ein Leben ohne Reue ist ein gutes Leben. Doch es bleibt abzuwarten, ob man letztendlich Erfolg hat. Ich persönlich glaube, dass ihr Arkan besiegen werdet. Auch wenn das nicht jeder auf dieser Welt so sieht. Was soll das heißen? Wer glaubt nicht daran? Das werdet ihr schon bald erfahren. Irgendwo da draußen, unser eigener Vater. Und er schmiedet Pläne gegen uns. Und er ist nicht alleine. Nachdem ich Mutter erzählt habe, dass du Texan getötet hast, wird sie sicher deinen Kopf fordern. Aber das ist kein Problem. Du hast den Thron, die Flotte, dieses gesamte Imperium. Du bist so sicher vor ihr, wie es nur geht. Ich wünschte, Texan wäre jetzt hier. Er würde sehen, dass es richtig war, Vater herauszufordern. Stell dir nur vor, wie wir drei über dieses Imperium herrschen, so wie es sein sollte. Ich wünschte auch, dass Texan hier wäre. Aber das ist nicht mehr möglich. Das spielt keine Rolle. Vater hat einen neuen Liebling. Er will, dass der Fremdling dir das alles wegnimmt. Eher sterbe ich, bevor ich das zulasse. Natürlich wirst du das. Was wird das hier? Das ist eure erste offizielle Ansprache als Allianzkommandantin. Genug herumgestanden. Fangen wir endlich an. Sie sehen zu euch auf und wollen, dass ihr sie zu Großem führt. Also zeigt ihnen den Weg. Zu Beginn hattet ihr gar nichts. Und jetzt steht ihr in einer Basis, die ihr mit eigenen Händen erbaut habt. Die Allianz wird jeden Tag stärker. Das habt ihr gut gemacht. Aber täuscht euch nicht. Eure Arbeit hat erst begonnen. Es wird Zeit, dass ihr eure Mühen verdoppelt. Ihr müsst Opfer bringen. Und euren Vorgesetzten bedingungslos gehorchen. Wenn ihr müde werdet und euch wünscht, dass alles vorbei wäre, dann will ich, dass ihr an den Wahnsinnigen da draußen denkt. Arkan ist eine Bedrohung für alle, die euch wichtig sind. Arkan ist euer Feind. Vernichtet ihn. Oder ihr werdet vernichtet. Sie haben viel erreicht. Ja, das haben Sie. Sie haben noch einen weiten Weg vor sich. Aber wenn Sie so weitermachen, könnten Sie eines Tages das ewige Imperium herausfordern. Vielleicht. Ein Jammer, dass so viele von Ihnen sterben werden.